Was führt Sie ans ZKM? Also, in diesen Tagen werden hier die ARD-Hörspieltage 2013 eröffnet und ich habe die große Freude, bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstagabend mit vier anderen wunderbaren Kollegen zusammen gemeinsam eine Hörspiel-Live-Lesung, Live-Performance zu machen, nämlich Paul Temple und der Fall Gregory. Das ist der Grund, warum ich freundlicherweise eingeladen worden bin. Freue mich da sehr drauf. Welchen Eindruck haben Sie von unserem Haus? Ich weiß leider wahnsinnig wenig über das ZKM, außer dass mich hier verrückte Installationen anschauen. In diesem Fall sehen es da drüben zwei Augen mit einer Uhrzeit darin. Es gibt verrückte Menschen, die hier durch die Gegend gehen. Ich habe leider noch keine einzige Kulturveranstaltung hier mitgemacht, mit Ausnahme der Eröffnung der ARD-Hörspieltage 2011. Vor zwei Jahren war ich einmal hier und durfte hier eine kleine Performance machen und ein bisschen etwas mit einem Kollegen namens Jürgen Thurmann lesen, was sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Und für mich ist das schönste Teil der ARD-Hörspieltage zu sein, erstens, weil wahnsinnig viele Kollegen hier sind, weil es eine tolle Veranstaltung ist, weil es vor allem ein wahnsinnig tolles Publikum ist, was hier kommt. Mhm.